Die Omikron-Welle hat Österreich voll erreicht. Heute hat es eine weitere Abstimmung der Landeshauptleute mit der Bundesregierung gegeben bei einer Videokonferenz. Herr Landeshauptmann, worauf müssen sich die Salzburgerinnen und Salzburger in den kommenden Wochen einstellen? Es gibt drei Pakete, die betreffen intensivere Kontrollen. Auch österreichweit wird, so wie in Salzburg, im Handel künftig kontrolliert werden. Es wird auch der grüne Pass in seiner Laufzeit nach dem zweiten Stich auf 6 Monate verkürzt. Es wird zusätzliche Schutzmaßnahmen geben, insbesondere im Bereich der Maskentragepflicht, auch in Freibereichen, wenn 2 Meter unterschritten werden. Das halte ich für eine sehr effiziente und bewährte Maßnahme. Und es gibt Glättungen bei den Quarantäneverfügungen, denn wir haben ja nicht nur Omikron zu bewältigen, sondern durch das massive Ansteigen der Infektion auch die Befürchtung, dass es zu massiven Personalausfällen auch in systemrelevanten Bereichen kommt. Und daher muss man hier wirklich nur mehr das Notwendigste in den Quarantäneverfügungen machen. Gibt es aus den Beratungen des heutigen Tages und aus Ihrem Expertengremium schon eine Einschätzung, wie diese Welle ablaufen wird? Sie wird wesentlich infektiöser sein. Sie ist wesentlich infektiöser. Wir rechnen mit ungefähr 3-mal so viel Infektionen wie bei der 4. Welle im November, das der Fall war. Aber die Verläufe sind milder. Die Hospitalisierungsquote ist wesentlich geringer, auch die Belastung der Intensivbetten ist wesentlich geringer. Das ist die gute Nachricht, aber mit den höheren Zahlen ist natürlich in absoluten Zahlen bemessen dann doch wieder eine erhebliche Belastung des Spitalsbereiches zu befürchten. Und diese beiden Bereiche, die Personalausfälle in den systemkritischen Bereichen, auch zum Beispiel bei den Pflegekräften einerseits und andererseits die bis zur Grenze gehende Belastung der Krankenanstalten, das ist also der Spagat, den wir hier gehen müssen. Gibt es ein Datum, einen Zeitraum, wann diese Welle ihren Höhepunkt erreicht haben wird? Ja, unsere Statistiker haben das berechnet. Das wird sehr schnell gehen. Wir rechnen ungefähr mit dem 20. Jänner, dass der Peak, also der Gipfelpunkt der Welle erreicht ist und dann die Welle wieder abflaut. Ziel der Bundesregierung, natürlich auch mein Ziel, ist, einen weiteren Lockdown zu vermeiden. Garantieren kann das niemand, das haben wir gelernt. Solche Ansagen sind nicht möglich und nicht sinnvoll, aber die Chance besteht. Und alle Experten, die heute bei der Bundesregierung zugeschaltet waren und auch mein eigenes Wissenschaftsgremium, das gestern getagt hat, hat in diesem Sinn diese Maßnahmen gut geheißen und derzeit auch keine strengeren Maßnahmen gefordert. Wesentliche Säulen in der Pandemie-Eindämmung sind Testen und Contact Tracing. In Salzburg ist für das Covid-Management Oberst Peter Schinal zuständig. Wie lange, Herr Schinal, wird das Testsystem durchhalten? Ja, wir haben in der 4. Welle gelernt, dass also es hier technische Grenzen gibt. Wir haben in der Zwischenzeit sehr viele Verbesserungen einerseits technischer Natur, aber auch personeller und logistischer Natur erreichen können. Also wir gehen davon aus, dass jetzt dieser rasante Anstieg schon zu Kapazitätsengpässen führt, was dann bedeutet, dass wir priorisieren müssen. Das heißt, also unsere oberste Priorität wird immer sein, wenn jemand Symptome hat und behördlich getestet werden muss, dass wir das sicherstellen. Welche Strategie wird man beim Contact Tracing verfolgen? Bei so hohen Infektionszahlen ist ja damit zu rechnen, dass das auch irgendwann an seine Grenzen kommt. Wenn es nicht mehr möglich ist, das Contact Tracing im klassischen Sinn, dass man also wirklich jeden positiv Getesteten dann auch noch befragt, wer sind die Kontaktpersonen, wenn das zusammenbricht, dann müssen wir uns, wie auch schon in der 4. Welle, dann auf die direkt Infizierten konzentrieren, die dann auch einen Absonderungsbescheid bekommen. Und auf die Kontaktpersonen müssen wir auch wie früher schon auf die Eigenverantwortung pochen. Das heißt also, wenn wir ganz sauber unsere FFP2-Masken tragen, dann können wir eigentlich eine Ansteckung verhindern.